Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil Quadrat zwischen Merkur, Jupiter Quadrat, Sonne, Mond, Sonne, Saturn, Uranus, Mond, Uranus, Saturn, dann noch Sonne, Aszendent, Sonne, Deszendent, Uranus, Aszendent, Uranus, Deszendent, Quadrat und. Ja. Wir sehen hier zwei starke Blöcke. Auf der einen Seite sehen wir den konservativen Block mit vier Planeten im Stier im 10. Haus, wobei der schon ins 11. geht. Und hier haben wir den progressiven Block mit drei Planeten im Wassermann, zwei fürs 7. Haus, einen fürs 8. Haus. Also das heißt, hier ist 1984 angesagt, ja. Die Volksgenossen brauchen eine Rund-um-die-Uhr-Kontrolle und es muss alles kontrolliert und Erfahrung gebracht werden. Ja, Sie wissen eh schon alles, ja, aber bitte, wenn Sie auch noch die letzten Details erkunden wollen, wenn es Sie glücklich macht, bitte sehr. Wir haben hier sozusagen den Kampf alte Welt gegen die neue Welt und wofür steht der Merkur, der Hauptdarsteller? Spitze 3. Haus in der Jungfrau, Spitze 11. Haus in den Zwillingen. Beide beherrschen, werden vom Merkur beherrscht und der geht offensichtlich unter. Ja? Also das wäre natürlich eine doppelte Geschichte. Das würde einerseits bedeuten, aber das ist jetzt für uns keine neue Information, dass die Wirtschaft, die Industrie, Handel, Gewerbe den Bach runtergehen. Ja? Also dass das sehr, sehr stark noch weiter reduziert wird. In den nächsten 3 Monaten sollte jetzt auch sehr viel Wahrheit herauskommen, wenn bestimmte Kurzarbeitsmodelle oder was auch immer enden werden. Also da wird einiges Interessantes herauskommen. Man kann auch, das sind nicht die Medien, das ist das Wachstum. Was auch immer, ja. Auf jeden Fall das hier in der Hauptdarsteller, dieses Quadrat zwischen Merkur und Jupiter, heißt einfach gedeutet Untergang der Wirtschaft. Also um das geht es, das ist die Kernaussage. Wir haben morgen auch ein Quadrat zwischen Mond und Sonne, also Halbmondkonstellation haben wir ebenfalls. Und der Mond macht natürlich dann auch das Quadrat zu Uranus, und zwar Mond 8 Grad, Uranus 11 Grad, also das geht sich hier schon gewaltig stark aus. Wie gesagt, hier haben wir es mit einer Halbsumme zu tun, Mond, Saturn, Deszendent. Ich habe hier bei Ebertin vorbereitet, Mond, Saturn steht zunächst einmal für, nehmen wir das Negative heraus, weil das trifft hier besser zu, Freudlosigkeit, Gemütskrankheiten, alleinstehende, traurige Menschen trifft hervorragend zu. Wir nehmen hier den Aszendenten, weil das gilt auch für den Deszendenten. Zusammensein mit kranken oder bedrückten Menschen, Trauer, Krankenhausaufenthalte. Na, die haben wir ja in größter Masse und Anzahl. Krankenhausaufenthalte sind derzeit dermaßen unüberschaubar geworden, dass zehntausende Mitarbeiter entlassen werden, dass etliche Spitäler geschlossen wurden. Das ist logisch. Das ist genauso logisch wie die Abkühlung bei der Klimaerwärmung. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, auch wie die Effekte, dass Todesfälle auftreten im Zuge von Heilungsmaßnahmen. Das ist alles logisch. Ich würde sagen, das ist die satanische Umkehrung. Wir können es auch als die kognitive Dissonanz bezeichnen. Das ist ein bewährtes Modell, um Menschen zu verwirren. Verwirrt sind diejenigen nicht, weil wir haben ja hier, steht es ja drinnen, Trauer, Krankenhausaufenthalte, bedrückte Menschen. Wir kommen gleich auf die Halbsumme. Ich habe aber auch hier den Pluto im 6. Haus, der aus dem 4. Haus kommt. Das heißt, viele Menschen leiden schwer und nachhaltig wegen einem Steinbock unter diesen unvorstellbar hilfreichen Gesundheitsmaßnahmen. Weiter zum 5. Teil. Ende.